Guten Morgen, meine Freunde. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge LSPDV, heute wieder mit der GSG 9 in voller Montur, so wie man sie gerne sieht. Und ich habe mir ein geiles Fahrzeug rausgesucht, den T6 aus Schleswig-Holstein. Ihr seht, ich habe ein paar Kollegen mit dabei, so wie sich das gehört. Und wir haben drei Fahrzeuge, mit denen wir heute zum Einsatz fahren werden. Wir haben heute den Einsatz, und zwar haben wir einen ganz schweren Fall von Mord und Totschlag. Da müssen wir hin. Die Jungs sind alle gut ausgerüstet. Ihr seht, die tragen alle die gleichen Waffen wie ich. Viele fragen sich mal, Ralf, warum ist denn die Maske so komisch? Das liegt leider daran, dass die ein fettes Gesicht haben. Kann ich leider auch nicht ändern. Ich habe natürlich kein fettes Gesicht, ich bin total schlank. So, erstmal die Waffen weg, wir wollen hier nicht hier nur unsere Macht demonstrieren. Wir steigen mal ein, Leute, und dann werde ich die Zentrale mal kurz anfangen, dass wir den neuen Einsatz bekommen. Aufsetzen, Leutz, wollte ich sagen, oder Jungs. So, er hat es auch geschafft, er hat es auch verstanden, sehr gut. Und unser Einsatz heute ist Billy the Butte Russo. Ich weiß nicht, was The Butte ist, weil ich kenne nur The Beauty, also The Beauty and the Beast. Die war schon schöne und wenn, dann bin ich die Schöne. Und aber egal. Das ist auf jeden Fall unser Einsatz heute und wir fahren zum Nachtclub, Bahama Nightclub. Wenn ich mich nicht täusche, ist der hier in der Stadt, genau. Und ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. Auch sehr lustig zu beobachten sind die Jungs hinter mir, wie die so fahren. Das ist immer wieder ein großes Abenteuer. Ich werde mal kurz schauen. Fahren die jetzt hinten auf mich rauf? Nein. Ihr seht aber vielleicht die Bremsen immer so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall gut. Vielleicht war das jetzt auch nicht der schlauste Weg, hier lang zu fahren. Wow, 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 gib Gas, Ralf, gib Gas. Oh, die kommen aber gefährlich nahe hier, die Jungs. Ich habe nicht... Hallo, es ist kein Wettrennen. Hallo, entspannt euch doch mal. Was machen die denn? Hallo, bitte nicht immer ins Heck fahren. Oh, die sind so wild. Das ist halt ein... Das ist halt eine Sondereinsatzkommando hier, ne? Die sind so wild auf dem Einsatz. Die hat aber jeder drängeln und jeder will vom anderen fahren. Unglaublich, ey. Wow. Wow. Oh, no, no, no. Egal. Passiert. Solange wir noch leben. Da kommen sie wieder angerast, Jungs. Zieht euch das rein. Was machen die denn da? Holy shit. Völlig überpowered. Ey, Kollege, dreh um. Also, ich hoffe, wir kommen an. Ich glaube, ich mache mal auch mal ein Blaulicht an. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr ans Ziel. Die fahren aber auch wie die wilden Säue hinter mir. Oder? Verrückt. Kollege, sagst du? Katastrophe. Oh, du, wie siehst du denn aus, ey? Nimm mal die Maske ab. Das ist schrecklich. So, alles klar. Ich gebe jetzt einfach Gas. Und hoffe drauf, dass sie mir nicht ins Heck fahren. Das andere bleibt mir gar nicht übrig. Ja, bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus. Mann, Mann, Mann. Ist auf jeden Fall sehr wild. Ich habe bis jetzt immer... Oh, no, nicht schon wieder. Oh, natürlich. Guck doch meine Karre an. Oh no, 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 jetzt kommt er noch, halt, stopp, halt, 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 halt. Jungs, ey, tut mir leid, Leute, ey, ich habe halt nur Sprachfehler, ey, was denn hier los? Hashtag Sprachfehler in die Kommentare. Ich muss mich um die Person hier kümmern, das geht so nicht. Wir können den nicht einfach hier sitzen lassen. Gerichtsmediziner, auf geht's. So, weiter geht die wilde Fahrt. Achso, da sitzt schon einer drin. Falsche Fahrzeug. Jungs, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Vor lauter Autos habe ich das mein Fahrzeug nicht gesehen. Hab einsteigen, los geht's. Ja, die haben auch super geparkt da hinten. Mal gucken, ob die da wieder rauskommen. Also wir haben schon mal einen Toten zu verzeichnen, bevor wir überhaupt angekommen sind. Das ist wieder so typisch GTA. Und jetzt halten wir nicht mehr an. Wir fahren jetzt einfach direkt dorthin. Ziehen keine 4000 Euro ein, gehen nicht über los und gehen... Oh shit, ich fahre auf der falschen Seite. Okay. Corona hat auch gesagt, ist leider draufgegangen durch... Herzinfarkt war es, ganz klar Herzinfarkt, weil wir so krass gefahren sind. Was? Todesursache? Schusswunde? Natürlich. Ach, na perfekt. Gerichtsmediziner sind natürlich auf unserer Seite. Die haben einfach mal eingetragen, es war eine Schusswunde. Haben wir nichts mit zu tun, wir haben keine einzige Patrone abgefeuert, von daher alles gut. So, jetzt werden wir mal gucken... Dein. Ah ja, da kommen sie, die Cops. Habt ihr gesehen, wie die in den LKW gerast sind? Die sind so wild drauf, ey. Sie kommen, Achtung, sie kommen, sie kommen. Die Kollegen kommen. Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt wird's wieder spannend, ey. Wow, was machen die denn da hinten? Na, warte, nicht drauf an, nicht drauf an. Wir warten noch auf die Kollegen. Wir brauchen den dritten Einsatzwagen noch. So, machen wir mal eine Sirene aus. So, anscheinend müssen wir in den Nachtclub rein, Leute. Oh shit, da kommen sie wieder. Boah, Alter, was, ey. Zum Glück fahren wir jetzt nicht mehr weiter. So, Waffen raus. Also, Leute, Zeit zu eskalieren. Seid ihr bereit?
Wir haben die Hälfte der... Wo ist denn der Rest von meinem Team? Ah, da. Oh, Entschuldigung. Nein, sieh da vorne. Sieh da vorne. Sieh da. Turnen Sie mal die Waffe runter. Turnen Sie die Waffe runter. Ich muss Ihnen ins Knie schießen sonst. Ich habe Sie gewarnt. Die Dame, die da raucht, gehen Sie wieder aus dem Weg. Polizei, SEK, Sonderansatz. Nachladen. Jungs, wir müssen da rein. Kommt ihr mit? Nee, nicht rumchillen hier. Mitkommen. Hier ist ein bisschen Action im Nachtclub. Alles klar, auf geht's. Boah, ist mir heiß hier. Alter, direkt vor der Tür. Seht da vorne, sofort die Waffe runter. Oh shit, von wo kam der Schuss? Ich kenn mich hier gar nicht aus in dem Laden. Okay. Was ist denn das hier für ein hässliches Ding an der Tür? Wo sind denn meine Kollegen, wenn ich sie brauche? Super, sieht so aus. Ja, die warten wahrscheinlich draußen. Super, hab ich mal richtig gut gemacht, ey. Alles klar, erstmal nachladen. Okay, da muss ich echt langsam vorgehen hier mit dem Club. Ich war hier noch nie drin. Ah, wo trefft ihr denn nicht? Dann ist doch da einer am Rumheulen, oder? Sehr gut, Reis, sehr gut. Erhöht hätte es auch. Hinter der Tür ist irgendwie einer. Das klingt aber nicht so, als wäre es einer von den Bösen, oder? Wo ist denn die Person? Ist der hier im Eingang? Hallo, ist da jemand? Hör mal auf zu heulen! Ja, ist alles in Ordnung. Solche Eintrittszahlen, ich habe jetzt schon ein paar ihre Gäste getötet. Ich hoffe. Ja, mach ich doch nicht. Ich bin eine Freundin. Guck mal, Polizei auf dem Helm stehen. Mann, ey. Ja, bleiben Sie mal einfach ganz entspannt. Ich kümmere mich jetzt um die bösen Buben da drin, okay? Mann, dieses Rumgeheulen immer hier. Okay. Hat er mich gerade Shit-Dick genannt? Ja. Eat my ass, hat er gesagt, ey. Oh, das ist aber auch eine schicke Säule hier. Wo bin ich denn jetzt hier hängen? Sonst, oh! Zum scheiß Sofa-Ding, ey. So, jetzt stell ich mich auch noch, drauf. Oh, guck mal, lecker Bier hier, ey. Was ist mit ihm denn los? Ah, Geld. Let's go. Money. Können wir immer brauchen. Nice! 3 auf 1 Streich, habt ihr das gesehen? Ey, dieses... Wie soll man denn da durchlaufen, wenn hier alles voll steht, ey? Hier, wenn mal irgendwie Feuer ausbricht, so. Schau dir ihn mal an. Der hat auch eine geile Pose hier, ne? Er ist erstmal hier fleißig am Chillen. Der andere hat es ziemlich am Boden bequem gemacht, aber eher auf dem Stuhl. Komm, ich hol dich da mal runter. Das sieht da super unbequem aus. Komm, gehen Sie jetzt mal runter da. Ah, auch egal. So, da drin bewegt sich noch irgendwas. Vor die Disco-Lampe hier. Mach mal aus wie ein Kram. DJ, mach mal Musik an hier. Dankeschön. Der DJ chillt da hinten. Alles klar, Leute. Ja, das mit der Mucke. Mit der Mucke, muss ich sagen, lief das schon mal ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, wir müssen ja aufpassen wegen Copyright. Deswegen machen wir ja ganz schnell hier die Musik mal wieder aus. So wie sich das gehört. Alles klar. Sauber. Ich würde mal sagen, das haben wir gut gelöst. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von denen der böse Typ war. Auf jeden Fall hier in der Ecke liegen ein ganzer Haufen von Leuten rum. Wie krass ist das denn, ey? Hab alles zu aus der Wartenkammer hinzugefügt. Zwecks Waffenüberprüfung. Gucken wir mal, wo ist denn eigentlich die Asservatenkammer? Hatte ich das nicht hier auch irgendwo? Nicht Unterstützung? Vielleicht kann mir das ja jemand sagen, wo ich diese Asservatenkammer-Gegenstände überprüfen kann. Vielleicht, ah ja, warte mal, vielleicht in meinem schlauen Polizeicomputer. Prozessdatenbank, Fahrzeugdatenbank. Nee. Hätte ja sein können. Stabiler Einsatz hier im Nachtclub. Guck mal hier.
Voll Disco. Party, Party, Party. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal wieder zur Zentrale zurückgehen und dann werden wir noch einen zweiten Einsatz abchecken. Vorher trinke ich aber noch einen. Auf mal wohl. So, wir sind wieder eine lustige Truppe von drei Leuten. Der hinter mir hat natürlich wieder richtig Spaß gehabt beim Autofahren. Wie ihr sehen könnt, ihm fehlt schon wieder die Hälfte vom Auto. Der andere hat es auch nicht geschafft, die Kurve richtig zu fahren, aber soll mir recht sein. Wir holen uns einen weiteren Einsatz und zwar suchen wir heute. Wen nehmen wir denn? Wir gehen mal, Ted Bundy, Jack Fraud, Frank Abagnale. Check mal ab. Found him, he's at the airport with a fake identity trying to board a private jet. Alles klar, Leute. Einsatzziel, Flughafen, eine Person, die versucht, mit einem Privatjet abzuhauen. So, was denn da zwischenzeitlich passiert? Eine Person ist geflüchtet. Ist wirklich einer aus dem Club gerade abgehauen, wo ich drin war? Ich hätte gedacht, ich hätte die alle platt gemacht. Also, wir machen auch mal unsere Sirene an. Ach ja, fällt mir gerade so ein. Vieles, vieles Danke. Ja, ist ja mein Deutsch, ist manchmal so überragend, wenn ich aufnehme. Vieles Dank an Neuland, der mit seinem Sirenenpack die Hupe gefixt hat. Passt auf. Die ist jetzt durchgehend, die Hupe, und nicht mehr so eine Techno-Hupe wie früher. Total geil. Also ich muss sagen, es sind die kleinen Dinge, die mich immer wieder glücklich machen und das definitiv. Was mich jetzt nicht glücklich macht, ist, wo sind die Kollegen? Seht ihr die Punkte da unten auf der Minimap? Na gut, ey. Was soll's, ich fahre einfach mal zum Flughafen. Mein Auto hat auch ein bisschen gelitten. Da hinten ist ein Einschussloch in der Heckscheibe. Haben wir sonst noch irgendwo was? Vorne ein bisschen Kratzer dran. Ein bisschen, ja, ein bisschen kaputt. Aber so eine Heckscheibe ist schnell ersetzt. Da hinten kommt schon mein Kamikaze-Kollege angerast. Ja, guck mal, wie die fliegen. Er hat da Drift. Habt ihr den Drift gesehen? Ah, shit. Oh, shit. Okay, warte mal. Ja, doch, wir müssen hier oben lang. Kollege kommt. Kollege 2 ist noch irgendwo im Verkehr stecken geblieben. Soll mich aber nicht stören. Mir reicht auch einer als Unterstützung. So, und wir steigen dann hier vorne aus. Kommen wir denn hier vorne überhaupt in den Flughafen rein? Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir uns für den Einsatz noch eine Waffe gönnen. Und zwar, wir haben, jetzt muss ich überlegen, die Marksman Rifle MK2. Ja, das ist ein super Sniper-Gewehr. Weil ich glaube, wir werden sonst mit dem Flugzeug Schwierigkeiten bekommen. Kommen wir durch den Flughafen durch? Nein, kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir einfach mal hier runterlaufen. Und schauen, dass wir vorne auf das Rollfeld kommen. Ach shit, hab ich jetzt... Ah, der Kollege kommt mit, sehr gut. Dachte schon, ich hätte vergessen. Der andere fährt irgendwie noch gerade hierher. Jungs, ich muss hier mal durch. Lass mich mal bitte durch. Ah shit, komme ich ohne Fahrzeug gar nicht durch? Ah doch, danke schön. So, es wird mal ein bisschen laufen, ein bisschen marschieren. Schadet keinem. Hätte ich aber auch mit dem Fahrzeug reinfahren können. Ah ja, warte mal, der Kollege kommt. Der Kollege kommt gerade dahin. Seht ihr ihn auf der Karte? Vielleicht kommt er hergefahren, dann kann ich mir sein Auto schnappen. Na, wo ist denn jetzt hingefahren? Hä? Ich dachte, der wäre hergefahren. Ach shit, ey, dann eben nicht. Ab zum Rollfeld. Wobei, ich glaube, wir schnappen uns einfach hier ein Fahrzeug vom Flughafen. Sonst wird es echt kompliziert. Ich muss ja irgendwie auch das Flugzeug aufhalten. Und ganz ehrlich, die Bundespolizei freut sich auch, wenn wir nicht deren Fahrzeug den ganzen Tag platt machen. So, die Kollegen holen auch die Fahrzeuge. Ist auch wobei. Ich muss ja so ein Privatjet aufhalten. Ich glaube, da gönnen wir uns was Schweres. Gut, dass das Fahrzeug auch einfach offen ist. So, wir fahren aber mal Körpelt ein. Ich meine, ich falle zum Glück auch weniger auf, wenn ich mit so einem Teil hier durch die Gegend fahre. Ich glaube, mit dem Polizeiauto dahinter zu cruisen wäre definitiv auffälliger. So, der Privatjet müsste hier hinten irgendwo stehen. Okay. Okay, der ist schon im Flugzeug. What the fuck? Wie schnell ging das denn? Was soll ich denn da machen?
Er ist einfach abgehauen. Jetzt kommen auch die Kollegen. Aber heute gönnen wir uns einfach mal die Sniper, wie wir schon geplant hatten. Oh, oh, da kommen einige. Oh, da kommt einer im Auto. Sorry, das ist gerade nicht viel Quatsch, ich muss mich konzentrieren. Ah! Hier wäre die Killcam auch geil gewesen. Wo sind eigentlich meine Kollegen? Also das Flugzeug hat auf jeden Fall abgehoben. Wie... Okay, wie soll ich denn jetzt bitte an das Flugzeug rankommen? Der fliegt da oben und dreht seine Runden. Ich habe natürlich keinen Helikopter hier, der Chat oder irgendwas. Hm, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ralf, steine deine grauen Zellen an. Ich glaube, ich spawn einfach mal ein Humvee. Was Besseres fällt mir gar nicht ein. Und zwar Model Spawn, nicht Model. Vehicle Spawning. Und dann Helikopters. Und dann gibt es noch den Attack Helikopter. Jupp. Ja, den haben wir einfach jetzt hier aus der Garage geholt, Leute. Das ist ja super easy steuern hier alles. Oh, was macht er denn jetzt hier? Kamikaze? Hallo? Hallo? What the fuck? Das war auf jeden Fall krass. So, wohin fliegt er mit seinem Privatjet? Komm schon, Rakete, hol ihn dir. Ah, die ging. Wow, hab ich sogar getroffen. Komm schon, gönn dir. Ah, zu früh explodiert. Nicht runtergehen, nicht runtergehen. Wow, wie geil habe ich denn das getimt? Oder? Was für eine fette Explosion, Leute. Wie awesome das aussieht, ey. Aber cool, dass ich den Helikopter gespawnt habe. Ich glaube, ja, das war's. Goodbye, mein Freund. Oh, shit. Ich komm mit. Ich komm mit, Leute. Ich komm mit. Naja, gut. Wir danken euch fürs Reinschauen. Mein Helikopter da hinten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Abonnieren wäre auch super freundlich. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, die Glocke. Ich segel mal einfach ein bisschen hier. Geht's baden. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los? Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.